Hallo, willkommen bei Lionel Sweet Creations. Heute bin ich unterwegs, ich bin in Lahnburg und ich besuche Melina Pavlik. Sie betreibt ein super süßes Café in der Sport- und Familienzentrum hier in Lahnburg und sie macht die besten Frühstücke und Brunches. Ich habe ihr gegessen. Ich bin schon gespannt, was sie heute für uns vorbereitet. Lass uns gehen. Hier ist Kat. Komm rein. Herzlich willkommen im Café Aufschlag. Ich werde euch heute zwei von meinen Rezepten zeigen. Und zwar ist das einmal unser Ass im Glas, was wir hier gerne zum Frühstück anbieten. Und dann einmal Quark-Mohn-Blätterteig-Törtchen, die es hier zum Brunch oder auch zum Frühstück gibt. Viel Spaß! Also wir haben uns ja überlegt, heute ein hausgemachtes Müsli zu machen, was bei uns hier Teil von unserem Ass im Glas ist, mit unserer Apfelquarkcreme. Also wir haben hier 1,5 Tassen Haferflocken. Dann 1/2 Tasse Sesamöl, 1/2 Tasse Mandelsplitter, man kann aber auch Walnüsse oder Haselnüsse zum Beispiel nehmen. Dann 1/2 Tasse Sonnenblumenkerne, 1/2 Viertel-Tasse Ahornsirup, 1/4 Tasse geschrotete Leinsamen und 1/4 Tasse Sesam. Als erstes mischt ihr die trockenen Zutaten. Und rührt schon mal etwas um. Und dann kommen Öl und Ahornsirup dazu. Zum Ahornsirup und Öl. Und dann ist auch wichtig, gut umzurühren. So, und dann ist das Ganze fertig, um in den Ofen zu kommen. Also ihr nehmt ein Backblech, belegt es mit Backpapier und verteilt dann das Müsli gleichmäßig auf dem Backblech. Damit es dann auch gleichmäßig geröstet wird. Okay, jetzt kommt das Ganze bei 150 Grad Ober-Unterhitze für eine gute Stunde in den Backofen. Wichtig ist, dass ihr das alle 15 Minuten wendet, am besten einfach ganz normal mit einem Löffel, damit es gleichmäßig knusprig wird. Okay, die Stunde ist um. Das Müsli ist fertig und kann rausgeholt werden. Ihr seht, es hat eine schöne Bräunung jetzt bekommen. Und ihr lasst es einfach noch ein bisschen abkühlen auf dem Backblech. Für unsere Quark-Mohn-Muffins benötigen wir 6 Platten Tiefkühlblätterteig, der jetzt angetaut ist, 2 Eier, 1 Vanilleschote, 200 Gramm Doppelrahmfrischkäse, 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Sahnequark, 20 Gramm Mehl, 120 Gramm Preiselbeerkonfitüre und 40 Gramm gemahlenen Mohn. Für unsere Quark-Mohn-Creme nehmen wir 1 Vanilleschote und schneiden die längs auf. Also dann stellen wir unsere Quarkcreme her, Mohnquarkcreme, packen das Vanillemark hier in die Schüssel rein. Dann nehmen wir den Sahnequark. Den Doppelrahmfrischkäse. Das packen wir alles in eine Schüssel und verrühren das mal schön zu einer glatten Masse. Als nächstes kommen die 2 Eier dazu. Nochmal gut verrühren. Man kann natürlich auch gerne ein Handrührgerät nehmen. Am Ende wird dann das Mehl mit dem Zucker gemischt. Ein bisschen verrühren. Und die Zucker
Zuckermehlmischung wird dann unter die Creme gerührt. So, das wird dann untergerührt und die Quark-Mohn-Masse ist soweit fertig. So, ihr nehmt die angetauten Blätterteigplatten und nehmt ein Gefäß, was ungefähr 10 cm Durchmesser hat. Das kann jetzt eine Tasse sein oder auch irgendwie irgendein anderes Gefäß mit 10 cm Durchmesser. Legt es hier drauf und schneidet mit einem scharfen Messer einmal hier um die Tasse rum, sodass ihr dann Kreise bekommt, die ca. 10 cm Durchmesser haben. So sehen die dann ungefähr aus. Wir fetten hier die Muffinsform gut mit Butter. Auch die Ränder oben, weil später unsere Törtchen etwas über die Ränder treten werden. Okay, aus den Blätterteigplatten habt ihr jetzt 12 von diesen Kreisen rausbekommen. Die drückt ihr jetzt hier in die Muffinsform rein. Vorsichtig, aber wenn das jetzt hier einen kleinen Riss bekommt, ist es auch nicht so schlimm. So dass ihr dann später eure Quarkcreme hier reingeben könnt. Man kann das auch so ein bisschen vorformen, vielleicht ist es etwas einfacher. Dann drückt ihr diese Blätterteigkreise hier in die Muffinsform rein. So macht ihr das jetzt mit allen 12 Kreisen. Die lassen sich besser verarbeiten, wenn die Platten noch ein bisschen kalt sind, aber noch nicht ganz aufgetaut sind. Dann haben sie eine gute Konsistenz und brechen nicht so schnell. Wenn ihr eure 12 Törtchen vorgeformt habt, dann stellt schon mal den Backofen ein auf 190 Grad Ober-Unterhitze, damit er schon mal vorheizen kann. Und dann füllen wir unsere Quark-Mohn-Masse hier in diese Förmchen rein. Richtig schön voll machen. Okay, ihr füllt dann eure Törtchen hier. Die Förmchen, die füllt ihr gut voll mit der Quarkmasse. So, und dann kommen die Törtchen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für eine halbe Stunde in den Backofen. Okay, nach 30 Minuten im Backofen und 10 Minuten abkühlen sehen die Törtchen dann ungefähr so aus. Ich habe ein kleines Messer oder ihr könnt auch ein Stäbchen benutzen, um die aus der Form dann so ein bisschen rauszulösen. Und dann packen wir jetzt noch die Preiselbeeren oben drauf. Ihr nehmt einfach einen Teelöffel oder einen Kaffeelöffel und nehmt immer so einen Löffel davon. Könnt ihr so ein bisschen eine kleine Mulde machen und packt dann so einen Löffel davon hier oben rein. So ein kleines Loch rein, stechen ein bisschen. Das ist gleich super lecker. So. Am besten schmecken die natürlich lauwarm, aber sie schmecken auch kalt immer noch sehr gut. So, und wenn wir die dann ein bisschen gefüllt haben mit den Preiselbeeren, man kann natürlich auch Himbeermarmelade oder Aprikosenmarmelade nehmen oder was man gerade da hat. Und dann noch ein bisschen mit Puderzucker bestäuben. Und fertig sind unsere Quark-Mohn-Törtchen. Für das Apfelkompott für ca. 8 Portionen benötigen wir 3 Äpfel. Ich nehme gerne Rubinette. Ihr könnt ansonsten jeden Apfel benutzen, der vielleicht einen Hauch säuerlich ist. Dann eine Zitrone und ein wenig Honig. So, also wir schälen die Äpfel. Wichtig ist, dass ihr bei dem Apfel wirklich den Strunk gut rausschneidet, damit er später nicht braun wird. Aber ihr viertelt den Apfel und schneidet das Kerngehäuse raus. So, ich habe jetzt hier so ein kleines Gerät, das mir automatisch die Äpfel in so Würfel schneidet. Ihr presst eure Zitrone aus. Ihr nehmt den Zitronensaft und schüttet den zu den Äpfeln. Genauso wie eine Portion Honig. Man kann natürlich auch im Sommer gerne einfach frische Erdbeeren nehmen und die dann zu dem Quark servieren. Das ist natürlich auch super lecker. Dann rühren wir einmal ein bisschen um.
Und dann kommt das Ganze auf den Herd und wird gedünstet. Den Apfel mit dem Wasser, der Zitrone und dem Honig dünstet ihr dann für circa 5 Minuten auf mittlerer Hitze, sodass er noch ein bisschen Biss hat, also bitte nicht verkochen lassen, dass er ein bisschen Biss hat und dann wird er gleich abgeschüttet. Also für circa 8 Portionen nehme ich 5 Esslöffel braunen Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 250 Gramm Magerquark, 250 Gramm Joghurt mit 1,5% Fett und 100 Gramm Schlagsahne. Für die Creme mischt ihr den Magerquark, den Naturjoghurt miteinander und die zwei Sorten Zucker, den braunen Zucker und den Vanillezucker. Das Ganze wird dann glatt gerührt mit einem Schneebesen, bis es eine schöne Konsistenz hat. Also die geschlagene Sahne kommt dann hier unter die Creme. Die rührt ihr hier so ein bisschen runter. So, und unsere Quarkcreme ist fertig soweit. Ich habe hier solche kleinen Weckgläschen genommen. Da fülle ich jetzt zunächst die Äpfel unten rein, die abgeschüttet wurden. Je nach Geschmack könnt ihr unterschiedliche Mengen nehmen. Und dann kommt die Quarkcreme hier oben drauf. Nicht vergessen, ein bisschen Platz oben drin zu lassen in dem Glas, dass eben das Müsli später auch noch gut reinpasst und man das noch gut unterrühren kann. So. Und on top, und so, dass man sich das dann eben selbst zusammenmischen kann, stellen wir unser hausgemachtes Granola. Ja, ich wünsche euch einen guten Appetit. Sieht super lecker aus, Melina. Vielen lieben Dank für unsere Brunch-Idee. Lass uns probieren. Unbedingt. Nein, so zuerst. Ach, dann nehme ich zuerst. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Fantastisch. Und ganz gesund eigentlich. Ne? Ja. Ziemlich gesund. Also ich empfehle ganz herzlich, die Kaffeeaufschlag und Melina hier kennenzulernen. Ist immer am Wochenende offen. Komm gerne, um Melina und die Kaffeeaufschlag zu besuchen und probiert diese ganz lecker Brunches und Frühstück und alles, was die Melina macht, ist ganz toll. So, wir essen hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen lieben Dank, Melina, nochmal. Gerne. Total schön, dass du da warst, Melina. Ich freue mich. Und wenn ihr auch ein besonderes Rezept habt und mit uns teilen wollt oder mit mir filmen wollt, gerne mir per E-Mail schreiben und meine Videos liken und meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, euch nächste Woche wiederzusehen. Tschüss! Tschüss.